Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Demo Samstag. Diesmal mit der richtigen CD von 08/2002. Und mal gucken, was uns der August zu bieten hat. MG Police, das hatten wir schon. A Bug's Life, Pong hatten wir auch schon. Micro Machines 3, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Music ist so ein Music Maker, hatten wir glaube ich schon mal gezeigt. Colony Wars Vengeance hatten wir glaube ich noch nicht. Devil Dice hatten wir. Victory Boxing kann ich mich nicht mehr erinnern. Quok hatten wir. R-Type Delta hatten wir noch nicht. Seattle 2 auch nicht. Destruction Derby Raw hatten wir glaube ich schon. Bin ich mir aber da nicht sicher. Also gucken wir uns als erstes mal A Bug's Life an. Das denke ich, hatten wir noch nicht vorgestellt. War eben eine, naja, Filmversoftung. Wie so oft üblich bei Disney-Filmen. Traveler's Tales. Walt Disney Pictures und Pixar. Jo. Ja, von dem Macher Toy Story. Vielleicht ist es auch nur die Filmwerbung, ich habe keine Ahnung. Aber es gab dazu auch ein Spiel. Auch noch auf Englisch. Also nicht, dass man das schon an den Texten gemerkt hätte, aber... Meinst du jetzt echt nur? Nein. Ich dachte schon. Level 1. Willkommen in Ant Island. Finde den Eingang zum Ant Hill. Okay. Drück doch X. Na, mal gucken. Machen wir mal an, falls es funktioniert. Hallo? Funktionierst du? Ah. Ich befürchte, es ist abgeschmiert. Wir können es nicht zeigen, leider. Ah, immer das Leiden. Moment. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, aber ich krieg's nicht zum Laufen. Es funktioniert absolut nicht. Es war eigentlich ein ganz nettes Jump'n'Run in 3D. Dabei gefällt mir so recht gut. Aber kann man leider nichts machen. Gucken wir mal an, ob Micro Machines 3 funktioniert. Ich glaube, die hatten das schon. Ich bin mir nicht sicher, das muss ich erst sehen. Insofern, es ist glaube ich eh nur ein kleines Rennspiel. Sollte also noch gehen. Nein, ich glaube. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennen einige von euch noch Micro Machines. War so eine Art Matchbox-Reihe. What the fuck? Multiplayer? Nein! Ich wollte nicht. Ich wollte das... Wollte doch nicht Multiplayer. Hä? Ich komme auch nicht zurück. Tut mir leid. Nicht mal Start-Select funktioniert, wie es da steht. Ihr wollt mich doch verarschen. Warum? Boah, geht denn hier gar nichts gut. Oh, Moment. So. Oh.
Nur zur Info, ich habe nicht eine einzige Taste gerade gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. Ich kann auch nur okay drücken. Also irgendwie. Auch das wird automatisch gewählt. Ey, das ist eine Demo, die ich hier gesehen habe. Sorry, aber. Was soll der Kack? Ich habe nicht mal einen anderen Player hier sitzen, der mitspielen kann. Ah, jetzt kann ich es selber wählen. Das ist ja super. Scheiß drauf, irgendwas. Ja, der andere kann ich Start drücken, du vollkommen bekloppte Demo. Okay, sorry, aber das bringt rein überhaupt gar nichts, diese Demo. Jetzt wartet er ewig auf den zweiten Player. Fick dich, Demo, fick dich, ganz ehrlich. Aber wer so einen Scheiß auf CD presst, ist echt nicht mehr zu retten. Und leider kann ich es auch nicht so beenden, also bis gleich. So, nach diesem komischen Fehlschlag, was aber jetzt nicht am Simulator lag, oder Emulator lag, sondern an dieser bekloppten Demo, die automatisch Multiplayer auswählt. Obwohl man ja vielleicht dran denken könnte, dass vielleicht mal einer vor dem Bildschirm sitzt. Nein. Da denken wir doch nicht dran, wenn wir eine Demo programmieren. Da sitzen immer zwei vor der PlayStation. Na gut. Gucken wir uns Colony Wars Vengeance an, in der Hoffnung, dass das wenigstens funktioniert. Also langsam gebe ich die Hoffnung auf hier. Colony Wars Vengeance war übrigens der zweite Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte hieß. Egal. Schwarzbild macht mir Sorgen. Noch mehr Schwarzbild. Ich befürchte, auch diese Demo wird nicht funktionieren. Ach, ich bin schon in irgendeinem Menü, das ich nicht sehe. Ah. Okay. Mach mal aus. Ah, jetzt kann ich wählen, okay. Der verträgt noch kein Analog anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, was bei Lock-On passiert wäre. Dieses Spiel hatte ich mal gratis, aber... Was? Leute, ihr wollt mich doch echt verarschen hier. Probieren es noch einmal, aber wenn das hier gleich wieder abbricht, nur wegen gar nichts im Prinzip. Ich war Demo echt nur ein Video und es hat abgebrochen, weil ich den Stick bewegt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich wieder gucken. Aha, gut. Ich mach mal Lock-On. Ah. Hier sieht man schön Text. Ich glaube, springen wir einfach mal. Das interessiert uns doch eh nicht. Ich weiß nicht, in der Demo. Falls ihr die Story sehen wollt, spielt das Spiel. Ich würde sagen, das hatte ich kostenlos mal zum dritten Teil dazu bekommen. Ah. Da ist Schießen. Also man sieht, es ist nicht das Neueste. Da ist rückwärts. Kann ich mir auch in die andere Richtung drehen? Danke. Okay, und wir müssen schießen. Irgendwo kommt man... Aha. Die Waffenwechsel? Jawohl. Man muss nämlich darauf achten, das Blaue ist gegen Schild. Boah, dürfte ich getroffen werden. Und das Rote ist gegen Hülle.
kann man draufballern halt. So. Ein bisschen Krach. Jetzt haben wir das zerstört, da ist klein. Ah, das ist unser Wingman. Ich will ja nicht spoilern, aber ich mag ihn nicht. Was zum... Was zum... Grafikfehler? Was war das? Jetzt habe ich den Text nicht so schnell gelesen. Aber... Hallo, Freunde. Also das sind unsere befreundeten Schiffe. Irgendwo ist ein Feind. Ah! Also ein bisschen Grafikfehler sind hier drin. Ich glaube, das liegt aber eher im Emulator. Da! Tschüss. Schilde sind unten. Alter. Diese Grafikfehler sind nervig. Okay, der ist weg. Ja. Ich würde ja meine Art die Schilddinger benutzen, wenn ich nicht hier Grafikfehler hätte, wenn ich in eine Richtung gucke. Das Feindschiff. Hallo? Feindschiff? Hallo? Bist du im Grafikfehler? Ich wette ja. Ah, da! Hallo? Wie geht's uns denn? Hallo? Kann ich denn eigentlich... Ah! Der ist weg. Irgendwo sind da noch... Ah, da ist noch ein Office. Das ist natürlich nicht so schön. Treffe ich dich von der Entfernung? Wohl nicht. Näher ran. Ah, da treffe ich wohl. Sehr schön, schön ist unten. Und da ist es weg. Ist doch sehr erstaunlich, wie wir mit unseren kleinen Waffen so schnell so ein Riesenschiff zerstören können. Finde ich wirklich sehr erstaunlich. Ich meine, wir schießen da zweimal drauf. Und schon ein Riesenangriffskreuzer erledigt. Nein, hör auf, um mich zu schießen. Nochmal. Also sehr anstrengend sind die Kämpfe jetzt nicht hier. So, vernichtet. Hallo Navy Fregatte. War es schon wieder so ein Gunship? Wollte mich veralbern. Ach, der ist gleich tot. Return to base. Da ist die Demo zu Ende. Das war Mission 1. Da es wenigstens halbwegs funktioniert, machen wir gleich Mission 2 noch. Falls es geht. Ich denke mal, ihr seht schon, das Spiel ist echt alt. Aber damals echt nicht schlecht. Als Weltraumshooter. Ach, ich muss ja wieder. Bis wir irgendwann da sind. Mission 2. Na, wir machen gleich Launch. Wir lesen uns das ja eh nicht durch. Mal gucken, was wir jetzt tun dürfen. Oh. Hallo Mace. Jetzt sind wir anscheinend auf einer Planetenoberfläche.
Sehr schön. Sind das jetzt Feinde oder Freunde? Hallo? Bist du freundlich? Feindlich? Navy Reactor under attack. Okay, anscheinend sind sie nicht freundlich. Ja, hier. Yeah. Man könnte auch irgendwie... Ziel festlegen. Ach, ich schieße die ganze Zeit mit. Den roten. Wo? Wo seid ihr? Da. Alter. Bisschen. Aha, verwirrend. Hallo. Ah! Ich hab noch eine neue Waffe. Ja, das wäre mal interessant. Macht so ein. Die ist ja echt interessant. Ups. Weiternehmen. Hallo. Was schießt denn da auf mich? Ih, was bist du? Was bist du? Alter! Hilfe! Ich glaube, ich bin gestorben. Kommt da so eine Riesenspinne an. So gut konnte ich mich dann doch nicht mal an die Missionen erinnern. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Ich habe nicht so richtig Bock auf Boxen. Aber wir wollen uns ja mal angucken. Aber irgendein Boxspiel hatte ich schon mal. Hirne, das weiß ich. Der hat auch schon Wrestling drin. Von daher kann ich mich holen. LVC? Ne, JVC. Boxing News. Ja. Der ultimative Kämpfer. Okay. Hallöchen. Schicke Beine. Das ist was für die Mädels. Für die Mädels und für die Saschas. Jo. Prügelt euch. Tötet euch. Auch sehr tolles Lied im Hintergrund. Yeah, Champion of the World. Ich hatte keinen Bock, mir einen Text zu überlegen. Deswegen wiederhole ich immer dasselbe, immer und immer wieder. Weil ich so geil bin. So. Ja. Punch Body, Punch Face. Guard Body, Guard Face. Ach du Heilige, ich werde sowas von versagen. Ladies and gentlemen, in the red corner, ach du. Ach du Scheiße. Ich hoffe mal für die Leute, die das programmiert haben, dass das echt 1997 programmiert wurde oder so. Weil alles andere wäre extrem peinlich. Naja, ich prüge mich einfach drauf. Ich werde so verlieren. Alter. Sehr schön. Der ist endlich tot. Also wir sind der Blaue, damit ihr das wisst. Was soll ich pushen? Ich will doch gar nicht aufstehen. Lass das. Ich treffe nicht ein einziges Mal, ne?
Was macht er da eigentlich mit... Guard? Ach, na gut, dann pushen wir mal. Hä? Der stand doch! Der stand doch! Okay. Exit bitte. Naja. Ist ja ganz nett. Aber ich werde mich mit solchen Spielen niemals anfreunden. Guck, hatten wir R-Type Delta. Gucken wir uns mal an. Also das ist so ein Spiel. R-Type sollte eigentlich jeder kennen und es funktioniert nicht mehr. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und irgendwie ist diese CD echt total verbuggt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Na. Now loading, okay. Irem. R-Type Delta. Wie gesagt, R-Type sollte eigentlich jeder soweit kennen. Auch so ein Spiel, wo ich nicht besonders gut drin bin. Ah, es geht los. Können den wählen. Nicht available. Okay. Haben wir noch einen? Aha. Auch nicht available. Also drei Ständen am Anfang zumindest zur Auswahl. Dann nehmen wir den hier. Wir haben ja eh keine Wahl. Und da werden wir rausgeschossen. Jetzt bin ich gespannt. Pilotgast. Schwierigkeit normal, Vibration an. R-Type Delta. Sind wir das oder ist das ein Feind? Okay. Jetzt geht's los. Ich hab Angst. Kann ich schon was machen oder ist das noch? Ah, jetzt. Ist halt so ein Side-Scroll-Shooter. Wie gesagt, R-Type sollte eigentlich jeder soweit kennen. Nein! Bossgegner. Willst du mich veralbern? Hilfe. Naja gut, war so ein Mini-Boss. Wenigstens haben wir schon ein Helferchen. Nein! Panzer! Geschütze! Nicht Panzer, Geschütze war das. Oh. Hilfe! Oh, schlag mich aber schon besser für meine Verhältnisse, als ich dachte. Nein, da kommt aber was von hinten. Das lassen. Von hinten ist unfair. Aber wir sind tot. Und da seht ihr, warum ich immer versage. Weil ein Treffer und man ist hinfort. Aber das ist halt der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel. Wir haben unseren schönen... Nein! Fuck. Da war ich zu gierig. Also ihr werdet schon sehen, weiter als ins Passage werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Nein, das ist noch einer. Nein! Na gut. Tipp mal auf Yes. Mal gucken, wo wir landen. Hier selbe Passage. Jo.
bin hier in so ein Feuerding reingeflogen. Fuck. Also langsam wird es aber ein bisschen eklig hier halt. Ach nee, jetzt reicht's aber langsam. Vielleicht noch einen anderen Waffe? Nein. Okay, ich kann hier irgendwas machen, aber... Nein! Irgendwie... Bin ich echt zu doof dafür. Tut mir leid. Es reicht aber langsam dem Scheiß. Ich hoffe, hier kommt ein Speicherpunkt oder sowas. Ach doch, so. Läuft der schon wieder von hinten an. Alter, ich krieg das nicht klar. Bitte nicht wieder von... Oh. Ehrlich, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel nie wirklich gespielt habe. Oder nie ein Bedürfnis hatte, es zu spielen. Es ist einfach... Nein. Was? Na gut, wir sind Game Over zum Glück. Kann der Scheiß wieder hinten reingelaufen? Ich hab's noch nicht mal gesehen. Nee. Bei sowas reg ich mich nur auf. Das braucht nicht. Gucken wir uns das mal an. Na, Stuart Little 2. Das war doch so eine komische Ratte. Oder? Magenta Software. Schön. Stuart Little 2. Ja. Ja, wir sind eine kleine Ratte. Guck mal einer an. Ja, ich weiß, das ist eine Maus. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Talk. Do we need help? X. Hallo. Ein kleiner Rundflug. Okay. Nein! Nicht nochmal angucken. Ja, das hilft mir ungemein. Was zum... Wie zum Teufel? Okay. Kann das Vieh nicht töten. Ist ja dumm. Und den kann ich wenigstens töten. Hier ist halt eine Fliege oder sowas. Ja, da ist der dämliche Vogel. Leck mich doch. Was? Wieso ist die Spinne wieder da? Was ist denn der Scheiß? Ganz ehrlich, ich hasse Jump'n'Runs, wo die Viecher gleich sofort wieder respawnen. Und die erledigt hat, dann sind sie gefälligst tot. Kommen nicht wieder.
Mach mal los. Na, bist du jetzt da? Du leck mich. Was? Ja. Ich habe einen Gesichtsblock gefunden. Wir gehen auf Facebook. Ich gehe auf Facebook. Guck mal, dort ist eine Spinnefliege. Willst du die mal besuchen gehen? Au. Komm mal! Also. Tut mir leid, aber dieses Jumper ist scheiße. Die Steuerung ist viel zu bekloppt und weiß nicht, wann man zuschlagen muss. Dieser scheiß Roboter, der geht nicht kaputt. Der Angriff ist dämlich. Er dreht sich zwar, aber man weiß nicht, ab wann man sich drehen muss, weil die Ansicht viel zu bescheuert ist. Bist du denn? Da! Das meine ich! Mann, das ist dumm! Warum programmiert man sowas? Kann ich doch wenigstens ein bisschen Mühe geben. So, guck, ob ich mich jetzt früh genug. Nein! Ey! Also der Drehangriff ist für den Arsch. Das Dümmste, was ich je gesehen habe. Auch dass Viecher sofort respawnen ist scheiße. Denn eine längere Zeit vergeht, okay, aber sowas ist. Nee. Sorry, aber das ist beschissen. Wir gucken uns nur noch ein bisschen um hier. Den Vogel ignorieren wir mal gepflegt. Was ich krabbeln muss, weiß ich auch so. Aha. Nein. Tut mir leid, aber dieses Spiel ist... Ups. Absolut... beschissen. Na. Du bist abgekackt. Danke sehr. Als ob ich eine Quit-Funktion mit zum Abkacken. Ach, bis gleich. So, nach dem erneuten Absturz, willkommen zurück. Ihr seht, ich bin echt begeistert von dieser CD. Also das ist echt die schlimmste von der Funktion her, die ich jemals hatte. Bei den Spielen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, aber... jedes Mal Abstürze, das nervt. Gucken wir uns einfach nochmal das Destruction Derby an. Das ist dann noch das letzte. Zum Glück. Wie gesagt, von den Spielen ist es ja eigentlich nicht schlecht. Das in Bugs Life macht eigentlich Spaß. Wir konnten es leider nicht sehen. Das ist das Problem dabei. Es ist einfach funktional in der Funktion nicht funktioniert. So. Trotz Deutsch, aber egal. Deutsch. Battle. Wrecking Racing. Können zwei wählen. Nehmen wir das. Noch, ich glaube, wir hatten das schon. Nehmen wir das Polizeiauto. Das hier funktioniert wenigstens. Achso, ich wollte nochmal erwähnen, dass die Spiele nicht funktionieren, liegt nicht an der CD selbst, sondern an dem Emulator. Nicht, falls ihr denkt, die CDs, die sie damals draufgepackt haben, was ist das für eine Scheißansicht? Dass die nicht funktionieren. Jawohl. Kann die Ansicht leider nicht umstellen.
Ja, an die Strecke renne ich 100 pro. Ja, ich würde ja gerne umdrehen, aber... Was hast du für ein... Ach, da ist rückwärts. Ich versuche die ganze Zeit hier ein bisschen die Optik umzustellen, aber... Ah, der Wendekreis ist extrem groß bei dem Auto anscheinend. Bisschen nervig. Aber ich habe erst kürzlich gesehen, ich bin nicht der Einzige, der so dämlich fährt. Denn die netten Leute bei Giga hatten das auch gespielt. Und der fuhr nicht besser als ich. Alter, wieso lenkst du nicht nach rechts? Der hat echt nicht nach rechts gelenkt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist bei dem Spiel. Naja, den hätte ich richtig haben können, egal. Yay! Es gibt ja eine Art Neuauflage. Ich glaube nicht offiziell Neuauflage, aber... Das Next Car Game ist wohl so ähnlich wie dieses Spiel, bloß halt mit aktueller Grafik. Der lenkt da rechts schon wieder nicht nach rechts. Immer an dieser Stelle, ich weiß nicht warum. Ja, jetzt zieht er auch automatisch nach links. Weil er kaputt ist mal wieder. Hatten wir letztes Mal auch schon. Ich wünsche, der wäre rechts kaputt, damit er wenigstens nach rechts lenken. So, jetzt lenken wir wieder nicht nach rechts. Deswegen kann ich mal gleich auf Gas zu gehen. So. Echt, man kann ja nur im Schneppentempo nach rechts fahren. Problem ist das aber gleich, wenn das schon ganz so komisch war. Das sind nur bei dem Spiel, also Controller kann sich liegen. Ist. Das wollte ich da so schön reinrammen, aber hat nicht funktioniert. Das ist vorbei. Na gut. Dann beende ich diese Katastrophe mal hiermit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.